Die slow. You won't leave alive. That's a Bane's fourth dragon. Dragon. Als ersten Nachtrag dieser Techno-Tumbe-History-Abhandlung müssen wir natürlich die Fuse Nummer 1 hinzufügen von A-Sides, ein Tune namens The Fourth Dragon, im Jahre 1997 released. Und wir machen einen Sprung ins Jahr 98. Das ist Promo Recordings Nummer 22 von Ultra Vibe featuring Dead Dread Lightspeed. Etwas rund unterrepräsentiert, abgehandelt worden von uns, Ed Russian Optical bei den letzten Sendungen. Deswegen auch hier ein kleiner Nachtrag, nämlich eine der Boom-Tunes überhaupt, Virus Nummer 1, Medicine von Ed Russian Optical. We'll be right back.
und ebenfalls aus dem Jahre 1998. Die Audio Couture Nummer 1. Ein Sublabel oder Moving Shadow nahestehendes Label. Ein Tune namens Narcosis von Kalix, die ja auch momentan durchaus von sich reden machen. Again. Diesmal mit einem Stück namens Double Zero auf Audio Couture mit der Nummer 5. We'll be right back.
Und in den letzten beiden Teilen dieses Techno Drum & Bass History Specials haben wir ebenfalls Decoder etwas zu kurz kommen lassen. Deswegen dieser Tune Elements, released auf Second Movement. Noch einmal Decoder, diesmal mit Fuse. Noch ein Big Tune von Decoder hinterher, diesmal Turn. Music sounding like machines. Flip it.
von der Inside Out LP auf Heartleaders veröffentlicht. Decoder mit Turn war das. Und was wir im Moment hören, ebenfalls wie vorhin schon zwei Stücke auf Audio Couture veröffentlicht. Diesmal mit der Nummer 26 aus dem Jahr 99, Basic Uni mit Blown Angle. Das magische 5-Eck Techno Drum Bass History Special Teil 3 Errata. Der unvergleichliche John B. darf natürlich auch nicht fehlen. Aus dem Jahre 98, der Powertune schlechthin, Poison Arrow. We'll be right back.
der meiner Meinung nach abgefahrenste Tune von der Catalyst LP von John B. Poison Arrow. Und ebenfalls einer von der verrückten Sorte, der muss hier auch nochmal genannt werden. Ein gewisser Blue auf eigenem Imprint Street Beat 17 mit Hive. ...1999 Business. Streetbeats Nummer 18, Interzone, mit dem wickeden Bongo Flex. Beats 18, The Blue Room EP, Razorblade mit Mama Funk. We'll be right back.
Crickets. Some slight technical problems, but anyway, das gibt mir die Möglichkeit, diesen Tune hier anzusagen, der ist nämlich der Hammer. Shit happens. Diese Tune reißt's wieder raus. Central Intelligence Nummer 1, DJ Calm mit Close Range. Und ihr seid beim Techno Drum Bass History Special Part 3, Errata. Ticket! We'll be right back.
Nice one. Und dieser Tune hier ist von einem gewissen Matrix. The Vagrant Time ist das Original und er hat es geremixed. Enthalten auf Fuse mit der Katalognummer EP2. 99's Finest. Und dies ist die Virus Nummer 1 RR at Russian Optical Life Crisis im Origin Unknown Remix. Und ich würde sagen, dieses Teil hat 1999 auch übelst aufgeräumt. Watch this. Da geht der subtile Kuhglockenflex. We'll be right back.
This is serious. Von der doch sehr einflussnehmenden Mission Control LP auf Trouble on Vinyl. Ein Stück namens Rupture von Notorious J. Oder auch Schreihals genannt. Und wenn wir eben Origin Unknown ihren Tribut zollen, dann auch diesem Mann, Shimon. Ein Stück namens Boogie Night im Original von Sniper, im Shimon Remix, enthältlich auf der Vinyl Syndicate Nummer 10.
Und mit dieser Platte schließen wir das Jahr 99. Ein mir nicht näher bekanntes Label namens High Density, erster und letzter Release. Und der Artist heißt Juno, das Tune heißt True Sun. Flexed. Monster-Tune Time. Das ist die Lifting Spirits Nummer 25. Ein Sublabel von Ram. Und der Artist, der hier ein Wunderwerk der Technik released hat, heißt Magnetic Media. Der Tune heißt Bad Seed. Not bad. Der wahre Meister der multiplen Bassdrum. Und das Ganze im Jahr 2000. No Millennium Bug. Das magische Fünfeck Techno Drum Bass History Special Part 3. Errata. Und zwar am Ende der ersten Stunde.
Das sind die altbekannten Moving Fusion auf Ram Recordings, die Atlantis EP. Und da sind 4 Stücke drauf und 2 Stücke pervers. Und die zocken wir jetzt. Fishtank zuerst, danach Witness. So, und mit dieser Platte haben wir sie dann alle beisammen und abgehakt. Das komplette Camp um NDC drumrum. Das ist nämlich Ant Miles und Red One mit Bring It On auf Ram mit der Nummer 36. Und leider machen die Jungs ja jetzt mittlerweile ein bisschen andere Musik, aber macht ja nichts. Diese Dinger rocken. Techno Drum Bass History.
weiter geht's im Text. Das war eben die Circuit Recordings Nummer 4, Acetate und Stratus. Mit Corrosive. Und die Station ist von denselben Artists, Acetate und Stratus, diesmal mit Come With Me. We'll be right back.
Wir sind in der zweiten Stunde das Magisch Funfake Techno Drum Bass History Special 3 Errata-Sendung. Und jetzt kommen wir zu etwas Überraschendem, nämlich zu Smokers Inc., dem Label von Smokey Joe, ein alter Techno-Recke sozusagen. Die Nummer 40, Dr. Mac mit Landslide, haben wir eben gehört. Und das ist die Nummer 42, Smokey Joe mit Radius. Und das Teil bohrt wie der Zahnarzt, höchstpersönlich. Machine Code Nummer 1, Smokey Joe mit Mix Move. Und das Ganze ist natürlich aus dem Jahr 2000. We'll be right back.
Watch It. Und dies ist die Smokers Inc. Nummer 38, Cap E mit Red Bull.
Das, was wir eben gehört haben, war die Slow Motion Recordings Nummer 3, THC mit Tin Can. Aus dem Jahre 2000, so wie diese Platte übrigens auch. Eine deutsch-englische Co-Produktion oder so ähnlich. Skunk Rock Productions von Daniel Zevine mit der Nummer 6. Ein Tune von einem Ami, UFO, My Personal Blackmail im Conflict Rework. Böse Falle. Und ich denke, diese kann man nicht genug promoten in jedem Techno Drum Bass History Special, deswegen robben wir jetzt auch erstmal ein paar Conflicts rein. Viel Spaß! Flex it. So huldigen wir den Konflikt mit diesem Tune, Renegade Hardware 25, Remix EP, Usual Suspects, Killer Bees im Konflikt Remix. Einfach spitze! Armageddon, Renegade Hardware LP, Konflikt mit Phobia. Und das Ganze im Jahr 2000 released und Geschichte geschrieben. Techno-Geschichte. Ja, ja.
Das mag ich fünf weg. Techno Drum Bass History Special auf Bermuda Funk in der zweiten Stunde. Und jetzt wird's heftig. Einfach klasse. Und diese Walze hier heißt Skalpell, DJ Reality und Usual Suspects auf Trouble on Vinyl rocken die Scheiße fett. Beep, beep, beep.
Wir sind im Jahr 2000 und ein amerikanisches Label namens Thermal Recordings bringt mit der Nummer 9 diesen Tune raus. TB mit Distant Origin. Ob jetzt
nochmal TV, diesmal auf Certificate 18, Future War. Enthalten auf der Black Science Labs LP. Ebenfalls von dem Mann aus Bergen in Norwegen, TB mit The Getaway, ebenfalls vom Black Science Labs Album. Und der Mann hat mittlerweile ein wirklich dick einflussreiches Label am Laufen, pusht Leute wie Face und Noisia oder Calyx. Glückwunsch dazu. 2000 hat er auch schon alles kaputt gebrannt.
Next. Das ist Decoder vom Concussions-Album Bounty Hunter. Das mag ich fünfweg. Techno Drum Bass History mit der Metallfraktion. Watch this.
das ist Decoder Again mit Horde 39. Problem. Und wer Decoder sagt, muss auch Technik Leech sagen. Und wer Technical Itch sagt, muss auch Biostasis sagen oder so ähnlich. Technical Itch Nummer 27, Biostasis mit Brain Hack. Und wenn man da genau hinhört, dann merkt man eigentlich, was für eine böse Falle diese Platte eigentlich ist. Biostasis aka Tech Itch und ein Kerl von Icy Minus. Totale Verwesung. Thank you.
Das mag ich Funfact Drum Bass Techno History Special Teil 3. Die Errata-Sendung war dies. Wir haben versucht, einen Überblick zu geben über die Entwicklung von Techno Drum Bass von 1996 bis 2001 ungefähr. Das Ganze haben wir in drei Teilen gemacht. Die ersten zwei waren jeweils strikt nach Jahren aufgeteilt. Die dritte versucht, die Fehler der ersten zwei auszugleichen. Somit schließt sich doch hoffentlich der Kreis. Ihr seid schlauer. Und wir auch. Am Mikrofon war wie immer Bad Boy Kaiser. Und den technischen Musikpart hat DJ Hektik übernommen. Auswahl geht auf unser beider Kopf. Besser gesagt, aus unser beider Kopf. Und so, ihr wisst, was ich meine. Alle Infos zu dieser Sendung findet ihr im Übrigen bei www.trio-music.de. Nächste Woche, 22 Uhr auf Bermuda Funk in Heidelberg auf der 105.4 MHz, in Mannheim auf der 89.6 MHz. Ein gewisser DJ Hektik im Mix. Und wir haben noch knapp 5 Minuten. Und was machen wir da? Wir spielen den Last One. Auf den freue ich mich schon. Kick this. Sage und Elektra mit Rapture auf Phylum Nummer 2. Eine ganz, ganz, ganz böse Falle. Wir sind raus damit. Watch this. Service. Normal. Hook. Was geht hier? I'm not a person.
irresistible. War's. Bis zum nächsten Mal. Nach einem Schlückchen Bier können wir anfangen. Was machen wir hier? Musikelliptik, genau. Musikelliptik beim Bermuda-Funk auf der 105,4 in Heidelberg und der 89,6 in Mannheim. Und wer ist hier am Start? Alter, sag's. Wie immer, Ecuador Boy und Pierre Lichère.